Ja, ich habe mal ein Kartenset mitgebracht heute mit Begleitbüchlein. Also aber eben keine Buchvorstellung heute mal, sondern die Imagami-Energiekarten Heilfroh vom Setaro. Also ein Imagami, das ist so eine Spiegelung meistens von Blütenbildern, die der Setaro erfunden hat. Und da gibt es dann alle möglichen verschiedenen Karten. Und auf der Rückseite hat es immer ein Sonnenwasser ist es, glaube ich, meine ich. Und da kann man jetzt dann eine Karte ziehen und hat dann einen Impuls eigentlich. Ja. Also er nennt es Heilimpuls, das kann aber auch auf der psychischen Ebene ein Heilimpuls sein. Ich habe mal dann eine Karte. Ich habe jetzt hier Selbstvertrauen, die Karde, also die Blüte, Karde. Das Selbstvertrauen, das Ich stärken, strukturieren, Ziele erreichen. Jetzt wollen wir mal schauen, wo wir das hier finden mögen. In dem Büchlein, was uns das noch sagen will. Selbstvertrauen, Karde, das Ich stärken, strukturieren, Ziele erreichen. Ich strukturiere mein Leben und folge mühelos meinem geistigen Weg. Die Karte wirkt reinigend und belebend auf unser Blut und stärkt damit verbundene Kräfte des Ichs. Gleichzeitig unterstützt die wehrhafte Blüte das Ausscheiden wesensfremder Anteile und somit die Reinigung auf verschiedenen Ebenen unseres Seins. Durch ihre Fähigkeit, Impulse auf die persönlichen Bedürfnisse ihrer Anwender abzustimmen, kann die Kartenwirkung individualisiert aufgenommen werden. Also, so geht da der Text, der geht noch weiter zu jeder dieser Karten. Und dann, was möchte dir die Karte sagen? Die Karte ist wie ein Joker auf dem eigenen Lebensweg. Sie unterstützt dich, deine Ideen und deine Projekte und signalisiert, alles ist bereit, du kannst unbesorgt durchstarten. Boah, ist ja ganz nett, dass ich das jetzt da so gezogen habe. So hier live im Video sozusagen. Mal sehen, ob es sich dann auch irgendwie so ein Impuls irgendwie manifestieren mag. Also ich mag das Set gerne. Es hat 45 Karten in so einem Stoffbeutelchen, wo auch die Broschüre noch mit reinpasst. Und es sind tolle Pflanzenimpulse. Und man kann das eigentlich mit jedweder Fragestellung verbunden ziehen oder auch einfach so als Impuls ohne Fragestellung, wie ich eben. Also ich kann das Kartenset durchaus empfehlen. Es passt gut ins Handtäschchen rein und schmiegt sich auch schön an wegen seinem Beutelchen.